Mal gucken, was der Stundenplan jetzt für die Dritte hat. Vielleicht ist da was dabei. Kunst, Sport, Religion, Deutsch. Worauf hättet ihr Bock? Ja, Sport. Ihr seid doch alle fit, oder? Was? Nico, bist du Pumper eigentlich? Null. Drückst du? Nee. Henry, hast du auch mal Sport gemacht? Sporterfahrung? Sehr, sehr fokussiert und minimiert, ja. Ich löse mal auf. Wir haben jetzt. Was machen wir denn jetzt? Ich vermute, du machst jetzt Sport. Wir haben jetzt Sport. Immer wenn wir in unsere Turnhalle gehen, hier bei Ludwig Schule und ich, habe ich meinen Sportlehrer aus der alten Schule tatsächlich mobilisieren können. Der ist ein toller Typ, der an der jungen Schule Kollegium Josephine und war er der Sportlehrer, der immer gute Laune hat. Und ich freue mich, dass er auch wieder hier zu unserem Inventar gehört. Alois Gemeiner, bitteschön, Herr Gemeiner. Immer gut drauf, wirklich der coolste Lehrer. Sie haben uns ja alle unterrichtet, alle meine Brüder. Alle Mockridge-Jungs mit dem Ball durch die Turnhalle gejagt. Zum Beispiel. Wie lange waren Sie Lehrer? Knapp 40 Jahre. 40 Jahre. Und ich kann das wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Sie waren wirklich eine Bereicherung für uns alle. Wir haben immer wahnsinnig gerne bei Ihnen Sport gemacht. Was ist das Geheimnis eines guten Lehrers? Ja, ich mache ja selber sehr gerne Sport. Und ich glaube, ich habe es immer ziemlich schnell verstanden, meine Motivation, die ich für den Sport habe, auf die Schüler zu übertragen. Und wenn die Schüler gerne in den Unterricht kommen, dann hat man schon gewonnen. Dann kann man eigentlich gar nichts mehr verkehrt machen. Dann hat man schon gewonnen. Ja. Was machen wir und wie viele brauchen Sie? Wir machen eine Teamprüfung im Turnen. Ja. Wir brauchen 3 Leute, aber wir gehen alle in die Sporthalle. Alle Mann in die Sporthalle! Wertsachen vorne abgeben. Und wir gehen mal rüber. So. Kids einmal nach links. Kids einmal hier an die linke Seite, Promis einmal an die rechte Seite. Und unsere Prüfung heißt 3-gegen-3 Rückenstaffel. Es geht also um Brücke. Brücke! Ein Element aus dem Turnen. Wer kennt die Brücke noch? Ich kann's. Ich mach mal vor. Luke, das hier ist eine Brücke. So. Ah. So sieht eine Brücke aus. Perfekt. Ah. Aber lang kann ich's nicht halten, Herr Gemeiner. Helfen Sie mal hoch. Dankeschön. Sie sind voll der coole Lehrer. Also Brücken schlagen. Wir müssen 3 auswählen. Jedes Team wählt 3 Leute aus, die Brücke machen. Ihr wählt 3 Leute aus, die Promis wählen 3 Leute aus. Auf mein Kommando gehen die ersten beiden hoch in die Brücke, versuchen die so lange wie möglich zu halten. Wenn der Vordermann auf den Boden geht, geht der nächste hoch. Das Team, das am längsten steht, hat gewonnen. Verstanden? Henry Maske. Der Sportler. Ja. Hier die Schüler, da die Promis, bitte in Ausgangsposition. Wir brauchen 3. Ihr müsst jetzt für euch. Dann geht so, wer macht für euch nicht mit? Ich bin raus. So, dann geht ihr gleich auf die Matte. Henry, du kannst nicht, ne? Du hast ja, die Hand. Da. Dr. Bob hat dich für diese Prüfung gesperrt. Herr Gemeiner, Sie haben die Trillerpfeife. Auf die Plätze. Du fängst an. Ich fange an, oder? Fängst an. Ja, du fängst an. Du hat ein bisschen was von unserem Geburtsvorbereitungs- Fertig. Atmen. Und atmen, Nico. Lass doch anfeuern. Oh, Nico, wer den Kopf aussetzt, ist raus und Nico leidet. Was soll der singen dazu? Und der nächste, Simon. Und das sieht gut aus. Simon Stäblein. Boah. Oh, das sieht sehr gut aus. Hat ein bisschen aus von so einer Kunstausstellung gerade, oder? Oder so eine Sekte. Und Simon Stäblein wackelt, aber ist noch am Start. Ja. Guck mal, selbst im Sportunterricht haben wir Mathe. Vielen Dank für Ihr Vertrauen, dass Sie uns immer wieder einschalten. Trotz solcher fabelhaften Gags. Sehr, sehr gute Leistung von beiden. Das sieht sehr gut aus. Und Simon Stäblein, Achtung, da passt noch. Aber er hat den. Und Simon ist runter. Wotan hoch. Und Wotan Wilke-Möhring. Aber Jan macht das sehr, sehr gut. Wir sind bei 1,30.
Und jetzt ist es ein Showdown. Sehr gut gemacht. Super. Beurteilen, das ist eine Mega-Leistung. Wer gewinnt das? Komm, die zittert, die zittert. Die zittert ein bisschen. Und das wird ganz eng. Der Kopf ist fast unten, aber Wotan hält durch. Er hält durch. Spann an, Nico. Spann an. Beiß. Beiß. Beiß, sie fällt. Komm schon, Wotan. Komm. Federico. Wow, Wotan. Wow. Mega, mega, mega. Komm hoch, einmal hoch. Weiter. Weiter. Was für ein Duell, Wahnsinn! Der Kopf ist fast unten, der Kopf darf nicht absetzen, der Kopf darf nicht absetzen. Und dann das! Frederike macht sie alle nass! Jawohl! Danke, danke. Mega! Ah, leider. Hey, hey, guys. Hey, guys, don't worry, guys. Aber Wotan, das war eine Mega-Leistung. Also das ist echt nochmal einen extra Applaus wert. Wahnsinn. Mega. Vielen Dank an Herr Gemeiner. Bis gleich. Und alle Mann zurück auf die Schulbank. Und wir atmen tief durch, nehmen einen kräftigen Schluck Wasser und gucken uns den Punktestand an. Eben noch 1-0, zack, zwei Prüfungen gewonnen und schon steht's 5-1. Läuft doch. Aber ihr gebt alles, ihr beißt, das finde ich toll. Sehr ehrgeizig, finde ich ganz, ganz schön.